Ich bin heute mal auf der Tatanbahn an der Universität hier in Bremen. Letzte Woche hat mich nämlich mal jemand gefragt, warum ich für mein Projekt 7 Summits for Help 6x1000 gelaufen bin, im sogenannten Entwicklungsbereich. Das möchte ich dir heute erzählen, aber ich mache mich erstmal warm. Ich habe mich jetzt warm gemacht, habe ein bisschen Lauf-ABC gemacht und mich gedehnt. Bin jetzt bereit für das Training im Entwicklungsbereich. Aber was ist der Entwicklungsbereich überhaupt? Und zwar ist das der Bereich für Läufer, aber auch für jeden anderen Sportler an der sogenannten anaeroben Schwelle. Die anaerobe Schwelle ist die Schwelle, wo der Körper nicht mehr in der Lage ist, den Stoffwechsel durch Sauerstoff im Laufen zu halten, sondern auf Kohlenhydratspeicher zurückgreifen muss. Das ist natürlich jetzt eine verkürzte Darstellung. Und dadurch, und das kennst du jetzt, entsteht Laktat im Muskel. Das heißt, der Muskel übersäuert im Entwicklungsbereich, im anaeroben Bereich bei jeder Sportart. Diesen Bereich kann man ein bisschen trainieren, herausschieben, und meine Erfahrung ist, dass ich das beim Bergsteigen, beim Höhenbergsteigen gut brauchen kann, dass der Körper in der Lage ist, auch eine Sauerstoffschuld gut verarbeiten zu können. Und dahingehend trainiere ich das heute und auch in der vergangenen Woche. Vergangene Woche bin ich 6x1000 gelaufen in 3,45. Heute laufe ich 3x2000 in 7,20. Das ist eine 1000er Zeit von 3,50. Damit bewege ich mich ja in meinem Bereich, in dem Entwicklungsbereich. Früher war das ein bisschen besser, aber auch in diesem Bereich kann man sich ein bisschen fortentwickeln. Also von daher begleitet mich einfach. Ich werde nach jedem 2000er, werde ich ein kurzes Statement abgeben, wie ich mich fühle. Aber der Muskel wird saurer, versprochen. Das war jetzt der erste 2000er, 7,26, ein bisschen zu schnell, würde ich sagen, als das, was geplant ist, aber Lauf auf der Tatanbahn ist Gewohnheitssache. Ich laufe sehr gerne auf einer Tatanbahn, man hat die 400 Meter Runden, 2,5 Runden sind halt 1000 Meter, 5 Runden 2000 Meter, man kann halt wunderbar auf der Tatanbahn trainieren, um neue Ziele zu erreichen, im läuferischen Bereich, aber auch beim Bergsteigen. Jetzt habe ich in den 7 Minuten 30 habe ich im Prinzip Laktat aufgebaut in der Muskulatur. Die muss jetzt, dieses Stoffwechselabfallprodukt muss jetzt raus, dazu gehe ich, komme runter. Das heißt, jetzt kommen wir in den Bereich lohnende Pause. Der Puls soll unter 130 gehen, ab einem gewissen Alter vielleicht in meinem Richtung sogar 120. Und danach setze ich wieder an. Es gibt Unterschiede im Intervalltraining und das erkläre ich euch nach der zweiten Runde.